Rund um das Thema Steuern gibt es wahnsinnig viele Mythen. Und Trimax und Montana Black waren so freundlich und haben vor einiger Zeit in einem Stream über unterschiedliche Steuermythen und Mythen über das Finanzamt gesprochen. Und ich nehme das Ganze mal zum Anlass, bestimmte Steuermythen, die die beiden geäußert haben, unter die Lupe zu nehmen. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und es gibt so viel Geschichten über das Finanzamt, das deutsche Steuerrecht und so weiter. Vieles hat so einen Kern an Wahrheit, ist dann aber viel zu groß gemacht und ich habe letztens einen Stream gesehen bei Montana Black, wo er sich mit Trimax unterhalten hat und da haben die mal so allgemein über das Thema Steuern und Finanzamt gesprochen und da waren tatsächlich auch einige dieser Mythen dabei, die ich immer wieder höre und ich dachte mir, dazu nehme ich mal ein Video auf, das heißt wir sehen jetzt immer einen Ausschnitt aus dem Stream und ich sage anschließend danach, was daran eigentlich wirklich stimmt oder was halt auch nicht. Sieht Finanzamt mein PayPal-Konto? Das Finanzamt sieht sogar mein Mutter mal am Arschloch, Digga. So ein Ding ist ja, das. Ja, ja. Es gibt nichts, was das Finanzamt nicht sieht. Und das, was du versuchst, dem Finanzamt nicht zu zeigen, also das, was du vor denen versteckst, sehen sie doppelt und dreifach, Bruder. Ja. Es gibt nichts, was das Finanzamt nicht sieht, was auf deinen Konten passiert oder auf Konten, die du nicht zeigst. Montana Black sagt also, dass das Finanzamt Einblick hat in den PayPal-Account und auf Bankkonten. Dann stellt sich natürlich die Frage, stimmt das? Und die Antwort tatsächlich ist überraschenderweise ja. Oder um besser zu sagen, ja zum Teil. Und zwar muss jede Bank eine separate Datenbank führen. In dieser Datenbank stehen deine Stammdaten. Also wer bist du, deine Adresse, Steuernummer und welche Produkte du von dieser Bank nutzt. Also Bankkonto, Kreditkarte, Depot und so weiter. Das steht in einer separaten Datenbank. Und auf diese Datenbank hat tatsächlich die Finanzverwaltung Zugriff. Und die Anfrage läuft nicht direkt an die Bank. Das heißt, deine Bank weiß gar nicht, dass das Finanzamt das gecheckt hat. Hat auch den Vorteil, dass sich deine Kreditwürdigkeit oder dein Schufa-Score dadurch nicht verändert, weil die Bank kriegt das gar nicht mit, dass das Finanzamt das eingesehen hat. Die Anfrage läuft nämlich immer über die BaFin, also nicht direkt über die Bank, sondern über die Finanzaufsicht in Deutschland. Und da fragt dann immer das Bundeszentralamt für Steuern bei der BaFin nach und dann werden diese Informationen geteilt. Was natürlich der Fall ist, wenn das Finanzamt dich fragt, welche Konten hast du, wenn du zum Beispiel deine Buchhaltung machst, dann musst du selbstverständlich alle Konten in deiner Buchhaltung angeben. Das heißt, wenn das Finanzamt dich fragt, dann musst du es natürlich offenlegen. Und das gilt natürlich auch für PayPal beispielsweise. Wichtiger Aspekt ist da nämlich, dass in dieser separaten Datenbank keine Informationen über deinen Kontostand oder über irgendwelche Umsätze, also ein- und ausgehende Transaktionen stehen. Das kann man nicht von außen einsehen. Du solltest aber dringend aufpassen, wenn du deine Steuererklärung machst und irgendwelche Geschäftskonten nicht angibst, weil das Finanzamt kann das sofort herausfinden, dass das nicht alles war, was du da angegeben hast. Aber Montana Black spricht hier ja über PayPal. Das heißt, was ist denn eigentlich mit PayPal? PayPal ist ja ein amerikanisches Unternehmen und das ist jetzt nicht BaFin reguliert. Das heißt, da wird die Anfrage über BaFin nicht so einfach laufen. Das heißt, das, was das Finanzamt mit normalen Bankkonten kann, können sie mit PayPal nicht. Und anders verhält sich das auch mit Auslandskonten. Das heißt, wenn dein Konto im Ausland ist, dann hat die BaFin darauf im Zweifel halt keinen Zugriff und dann kann das Finanzamt darüber über deine Auslandskonten in der Regel nichts einsehen. Sagen wir mal, Max und ich haben 2021 extremst gut verdient. Die Vorauszahlung dann für 2022 wird daran bemessen, was du 2021 verdient hast. Angenommen, Max und ich haben beide 2 Millionen verdient im Jahr 2021 und verdienen im Jahr 2022 aber nur noch die Hälfte. Die Vorauszahlung wird aber an dem berechnet, was du 2021 verdient hast. Das heißt, viele sind dann, oder viele Unternehmen oder viele Einzelunternehmen sind manchmal dann gar nicht imstande, die Vorauszahlung in diesem Jahr zu tätigen, weil ihre Einnahmen weniger geworden sind. Und das ist, nee, ich will nicht sagen dumm, aber das Finanzamt ist das schon sehr, sehr schwierig in manchen Aspekten. Es ist schon Krampf, die Vorauszahlung da irgendwie anzupassen. Schon, ja, also solange du gleich verdienst ungefähr, ist es ja gar kein Problem. Aber sobald der Lohn halt niedriger wird, kannst du halt auch nicht mehr diese Vorauszahlung tätigen. Hier erklärt Montana Black, wie sich die Vorauszahlungen berechnen. Ganz wichtig, hier geht es um die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, nicht aber um die Umsatzsteuer. Bei der Umsatzsteuer läuft das ein bisschen anders. Und das erklärt Montana Black absolut richtig. Also das hätte ich auch nicht besser gekonnt. Als Selbstständiger musst du immer quartalsweise Vorauszahlungen leisten. Es gibt immer ein Referenzjahr, das ist das Jahr, für das du den letzten Steuerbescheid bekommen hast. Und das Finanzamt nimmt das als Basis für quartalsweise Vorauszahlungen. Und die werden halt immer anhand dieses Referenzjahres berechnet. Allerdings ist das hier ein bisschen überdramatisiert. Trimax sagt, oh, das ist so wahnsinnig schwer, das zu korrigieren. Nein, ist es ehrlicherweise nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt Ende Juli, das heißt ein halbes Jahr ist vorbei und du siehst, oh Gott, du hast viel weniger verdient und du zahlst trotzdem unglaublich viele Steuern. Dann kannst du jetzt einfach hingehen und eine Kalkulation für dieses Jahr machen. Das heißt, wenn du
30% weniger in der ersten Jahreshälfte verdient hast im Vergleich zum letzten Jahr in der ersten Jahreshälfte, dann kannst du davon ausgehen, wahrscheinlich ist mein Umsatz in diesem gesamten Jahr auch 30% niedriger. Das heißt, du nimmst die erste Jahreshälfte, rechnest das auf ein ganzes Jahr hoch, also mal 2, und dann hast du deinen voraussichtlichen Umsatz und deinen voraussichtlichen Gewinn für dieses Jahr ausgerechnet. Und dann gibt es einen Rechner vom BMF, also vom Bundesministerium der Finanzen, den findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung, da packst du einmal dein zu erwartendes Einkommen rein und dann sagt dir dieser Rechner, wie viel Steuern du voraussichtlich für dieses ganze Jahr zahlen musst. Und du wirst ja in der Mitte des Jahres schon 2 quartalsweise Vorauszahlungen geleistet haben und das kannst du entgegenrechnen und dann werden die Vorauszahlungen fürs 3. und 4. Quartal natürlich nach unten angepasst. Und das geht relativ easy. Das ist eine kurze Berechnung, das schilderst du einmal, wie sich das verhält, schreibst vielleicht noch einen Grund dazu, Corona, weniger Aufträge oder was auch immer und dann dauert das Ganze 2 Wochen in der Bearbeitung und dann ist ab dem nächsten Quartal die Vorauszahlung halt niedriger. Und da gibt es in der Praxis nie Probleme. Und das Finanzamt sieht sich halt dann immer erstmal im Recht, ne? Stimmt. Das Finanzamt dürft ihr nicht vergessen, liebe Livestream-Zuhörer hier bei mir und bei den anderen. Das Finanzamt ist, also wenn du vor dem Gericht gehst, sagen wir mal, vom deutschen Gericht, im Zweifel für den Angeklagten, wenn sie dir nichts beweisen können, dann wirst du freigesprochen. Beim Finanzamt ist das anders. Die unterstellen dir etwas und selbst wenn du theoretisch gesehen beweisen kannst, dass so ist, bist du trotzdem erstmal schuldig. Also ja. Die Unschuldsvermutung beim Finanzamt zählt nicht. Deswegen, Finanzamt ist die größte Mafia, die es gibt. Nicht als beleidigende Sache, sondern es ist einfach ein Fakt, dass du willst nicht mit denen ficken, Digga. Und wenn du das machst, dann machst du es nicht nochmal. Diese Äußerung finde ich ziemlich spannend. Montana Black sagt also, die Unschuldsvermutung gilt nicht, wenn es um das Finanzamt geht. Und ich glaube, jeder Selbstständige kann das bestätigen. Mit dem Finanzamt zu tun zu haben, ist irgendwie immer unangenehm. Und man fühlt sich auch immer irgendwie schlecht. Nicht, weil man die ganze Zeit zahlen muss, sondern weil man auch die ganze Zeit das Gefühl hat, immer irgendwas falsch zu machen und dass einem irgendwie ständig immer irgendwas unterstellt wird. Und grundsätzlich ist das natürlich so, dass wenn wir beide uns streiten, also du lieber Zuschauer oder Zuschauerin und ich, und ich werfe dir irgendwas vor, dass du irgendwas gemacht hast. Und so lange, bis ich es nicht bewiesen habe, bist du erstmal unschuldig und wirst auch nicht verurteilt. Und das Ganze ist natürlich beim Finanzamt so ein bisschen anders. Das Finanzamt hat schon eine sehr starke Meinung und hat ehrlicherweise auch viel Macht, weil du bist ja in der Beziehung zwischen dir und dem Finanzamt nicht wirklich gleichgestellt. Das Finanzamt ist ja viel mächtiger und das Finanzamt bearbeitet vor allen Dingen deinen Fall. Also wenn du jetzt beispielsweise was Bestimmtes absetzen möchtest in deinem Homeoffice, dann hat das Finanzamt dazu eine Meinung, wie das zu passieren hat und führt es halt aus oder führt es halt nicht aus. Das heißt, ihr seid ja nicht 2, ich würde mal sagen, gleichgestellte Streitparteien, die sich dann vor Gericht einigen müssen irgendwie, sondern die sind ja schon deutlich mächtiger und wenn die etwas einfach nicht tun, dann tun sie es halt nicht. Was hier allerdings wichtig ist, ist, dass ihr vor Gericht tatsächlich gleich seid. Das passiert auch regelmäßig. Das heißt, wenn du eine begründete andere Meinung hast als das Finanzamt, dann könnt ihr euch vor Gericht treffen und ein Richter entscheidet. Und es passiert regelmäßig, dass das Finanzamt tatsächlich dann verliert. Und ehrlicherweise macht das Finanzamt auch ganz häufig einen Rückzieher, allein wenn du androhst, vor Gericht zu ziehen. Deswegen, so ganz kann man das nicht sagen, dass die Unschuldsvermutung nicht gilt, aber es ist schon auch in Betriebsprüfungen und so weiter regelmäßig so, dass dir erstmal irgendwas unterstellt wird und du dann beweisen musst, dass es nicht so ist. Deswegen muss man schon so sagen, so 100%ig stimmt das nicht, dass das nicht gilt, weil ihr könnt beide vor Gericht gehen und da seid ihr vor Gesetz erstmal gleich. Aber es ist schon so, dass das Finanzamt deutlich mächtiger ist und auch häufig einfach Dinge erstmal unterstellt. Ja, am meisten der größte Abfuck war, als ich umgezogen war und das Finanzamt hat es nicht gecheckt. Ne? Mhm. Ich war ja umgezogen, das Finanzamt hat es nicht gecheckt und deswegen hat das über ein Jahr gedauert, bis ich was zahlen konnte oder sie was abgebucht hatten. Und ich hatte alles auf dem Steuerrücklagenkonto. Und ab 250.000 zahlst du bei der Bank ja Negativzinsen. Ja. Das heißt, ich habe alle Steuern zur Seite gelegt für das Finanzamt und musste dafür, dass ich die Steuer zusammen hatte, jeden Monat irgendwie 120 Euro Strafe zahlen bei der Bank, weil ich die Steuergelder hatte. Ja, das ist traurig, ja. Das schmeckt. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland in 2 Sätzen. Hier erzählt Trimax, dass er Probleme bekommen hat bei einem Umzug, weil durch den Umzug war plötzlich ein neues Finanzamt für ihn zuständig und er wusste nicht, mit wem er mal reden soll. Und tatsächlich passiert sowas relativ häufig. Wenn du umziehst, ist relativ häufig ein neues Finanzamt zuständig. Und dann wird dir in der Regel auch tatsächlich eine neue Steuernummer zugeteilt. Das heißt, du bekommst eine neue Steuernummer. Die normale Steuernummer ist ja sowas wie das interne Aktenzeichen beim Finanzamt. Und deswegen musst du die auch immer angeben, wenn du Anträge stellst, eine Steuererklärung abgibst und so weiter, weil so ist das Finanzamt in der Lage, quasi, ja, deinen Fall
Teil zu finden und dich zu finden im System. Und wenn du gerade umziehst, kann das tatsächlich sein, dass der Übertrag noch nicht abgeschlossen ist. Bin jetzt kein absoluter Experte für interne Finanzamtprozesse, aber meine Erfahrung bei unseren Mandanten ist auch, dass da tatsächlich physische Akten verschickt werden. Und dann kann das durchaus sein, dass das alte Finanzamt dir nichts mehr mitteilen kann, weil sie keinen Zugriff mehr auf deine Akten haben und das neue Finanzamt dir aber auch noch nichts erzählen kann, weil sie dich noch nie angelegt haben und weil es da noch keine Steuernummer gibt. Das heißt, es gibt diese Übergangsphase vom einen zum anderen Finanzamt und es kann durchaus sein, dass du für eine Weile keinen Ansprechpartner hast und dir keiner wirklich weiterhelfen kann. Du kannst aber trotzdem immer noch Anträge stellen, du kannst auch Steuererklärungen und so weiter abgeben und zwar unter einer alten Steuernummer. Es kann tatsächlich aber sein, dass die Bearbeitung dann nochmal extra länger dauert, weil das alte Finanzamt halt nicht mehr für dich zuständig ist und dann wird zum Beispiel dein Antrag und deine Steuererklärung und so weiter quasi in Anführungszeichen nachgeschickt und dann dauert das halt ein bisschen länger, weil das intern noch ein bisschen länger unterwegs ist. Wenn du aber dokumentieren kannst, dass du alles pünktlich gemacht hast und dass das in erster Linie eine interne Finanzamtgeschichte ist, dann kannst du anschließend auch, wenn da irgendwelche Zahlungen anfallen sollten, also Verspätungszuschläge, Säumniszuschläge und so weiter, würde ich mich immer an das Finanzamt wenden und das argumentieren und zeigen, dass du alles rechtzeitig gemacht hast und in der Regel werden diese Zahlungen dann auch erlassen. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, bei welchem Finanzamt du bist. Max und ich beispielsweise, hier oben im Norden hast du die schlimmsten Finanzämter. Je weiter hoch in den Norden, desto schlimmer. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg ist wirklich viel, viel anstrengender von den Behörden, Finanzamt, Ordnungsamt und, als unten im Süden. Überleg mal, Max, ich habe damals Glücksspiel gemacht und bei mir war ja. Hausdurchsuchung, Digga, Konten eingefroren und Hausdurchsuchung mit 5 Polizisten und Staatsanwaltschaft bei mir zu Hause. In der gleichen Zeit hat Knossi das gleiche gemacht, bei ihm war nie irgendwas, weil die Behörden einfach gesagt haben, auch mach mal. Bei mir haben sie Finger in den Arsch. Digga, das ist halt, ne? Das ist hier oben im Norden. Das Ganze ist auch eine, ich würde mal sagen, spannende Anschuldigung von Montana Black. Montana Black sagt tatsächlich, dass die Finanzämter im Süden viel entspannter sind als die im Norden. Das heißt, wenn du im Norden wohnst, dann hast du so ein bisschen die Arschkarte gezogen, weil das Finanzamt einfach viel strenger ist. Und im Süden, da ist das alles ein bisschen lockerer. Doch stimmt das eigentlich so? Grundsätzlich ist es ja so, dass tatsächlich die internen Dienstanweisungen, wie das Finanzamt arbeiten muss, das ist zentral geschrieben. Und zwar steht das in den sogenannten Steuerrichtlinien oder im Anwendungserlass. Steuerrichtlinien, die kannst du auch googeln, die findet man auch, die kann man tatsächlich auch im Verhältnis zu den Gesetzen relativ gut verstehen, weil da zum Beispiel auch Beispiele drinstehen und so. Für die Einkommensteuer gibt es zum Beispiel Einkommensteuerrichtlinien und da steht dann drin, wie das Finanzamt bearbeiten soll. Die gelten tatsächlich nicht für dich. Diese Richtlinien, das sind interne Arbeitsanweisungen für die Finanzämter. Und deswegen kann man schon sagen, dass die interne Bearbeitung in den Finanzämtern gleich ist. Das heißt, es gibt eine zentrale Dienstvorschrift für Finanzbeamte und das sind die Richtlinien. Was es allerdings gibt, das ist meine Erfahrung, unsere Erfahrung und ich höre das von vielen anderen Steuerberatern auch und manchmal taucht das auch in den Medien auf. Ich verlinke dir da mal 2 Zeitungsartikel unten in der Videobeschreibung, dass die Quote der Betriebsprüfer pro Unternehmen viel, viel geringer ist im Süden. Unternehmen, die in Bayern oder Baden-Württemberg registriert sind, die werden statistisch tatsächlich einfach viel seltener geprüft vom Finanzamt und sind dadurch in Anführungszeichen ja sicherer und haben weniger Steuernachzahlungen. Dieses Gerücht hält sich durchaus hartnäckig und es ist auch mein persönlicher Eindruck. Warum ist das Ganze so? Der erste Punkt ist tatsächlich die Personalknappheit. Es gibt einfach im Süden weniger Personal, um Betriebsprüfungen durchzuführen. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch, und das ist eine Unterstellung, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen, dass es eine Art Standortvorteil ist. Wenn mich die Betriebsprüfer vom Finanzamt zu sehr nerven, würde ich mir ja unter Umständen Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht ein anderes Bundesland umziehe. Und deswegen steht zumindest die Unterstellung immer wieder im Raum, ob das Ganze bewusst gemacht wird, damit das eine Art Standortvorteil ist für die südlichen Bundesländer. Ist natürlich nicht bestätigt, es gibt keine offiziellen Statistiken, aber das ist tatsächlich ein Thema, was immer wieder aufkommt und nicht nur bei Montana Black aufkommt, sondern auch unter Steuerberatern immer mal wieder zu Diskussionen führt. Ich hoffe, für dich waren ein paar Steuermythen dabei, die du vorher nicht gehört hast oder wo du nicht wusstest, wie das tatsächlich ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du auch in Zukunft weitere spannende Videos sehen möchtest zu den Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern, dann solltest du diesen Kanal abonnieren. Kann ich von Herzen empfehlen. Oder du schaust direkt eins dieser spannenden Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Mit denen willst du keine Kopfschmerzen haben, das ist einfach so. Stimmt, dann wirst du doppelt und dreifach weggefickt, da kannst du nichts machen. Ja. Wenn sie mir jetzt sagen müssten, du musst das an Steuern zahlen, ich würde das gar nicht hinterfragen, dann sage ich, ach scheiß drauf, ich hab keinen Bock mit Stress mit dem Finanzamt.